Buongiorno! Hä? Und? Was? Ja. Hey, 700 Kilometer waren das, ich war an der anderen Ecke. So Leute, ich bin jetzt hier auf der Rolltreppe. Auf dem Weg zum Gate 700, anscheinend 10 Minuten von hier. Ja. Und dann freue ich mich schon auf den Flug nach Ghana, von hier noch 7 Stunden. Der Einstieg ist brutal. Ja. Wir warten hier schon seit 5 Minuten, geht nichts nach vorne. Neben uns die Flugzeuge, machen die Düsen an, Alter, da verstehst du gar nichts. So Leute, jetzt gerade angekommen in Ghana, in Accra. Und ich muss euch sagen, faszinierend. Wir landen, laufen aus dem Flugzeug raus, kommt mir einer entgegen, sagt zu mir, hey, bist du Mr. Pelka? Sag ich, ja klar. Also, der nimmt uns mit. Pässe weggenommen, alles weggenommen. Keine Ahnung, wer das war. Keine Passkontrolle, einfach durchgelatscht und jetzt raus. Und da steht er. Der Ian. This is Mr. Ian. Ian, say hello to Germany. Hello, Germany. We're back in the... Welcome back to Accra. Das ist doch mal geil, hä? Du wirst abgeholt in Afrika mit einem Mercedes GLE. GLE? GLE. GLS? GLE. Welcome to Afrika! So, grüß Gott. Kommt's rein, kommt rein. Wie sieht's aus? Wie ist die Lage? Ah, wunderbar ist die Lage. Die erste Nacht gut verbracht, ja. Jetzt gehen wir mal frühstücken. Und dann geht's los zum Schaffe. Schaffe, Schaffe, Schaffe. Wegen dem sind wir ja da. Black kids call me a cracker, white kids call me a beaner. Ate lunch in school alone cause I didn't fit in with either. They told me that I can't rap, did you forget your ethnicity? But looking back from now they couldn't see what God had planned for me. Let me get it, let me put it down. One time for anybody out there following their dreams. Anybody in the city working two jobs so they can get to bigger, better things. You can't see that I was at a put in. Every day and night, go to every trick or right, go to every bit of main, just to hit them with the fade. When I'm thinking to the people that have told me that I couldn't, yeah. After all of the years of young Mowgli wore a frown, I finally learn that it's okay that I'm not white or brown. And though the people look at me. Yalla, yalla! Hey, Thomas! Hey, schau dich jetzt mal am Kopf mal her. Der hat das Ding aufgekriegt. Also, vorhin haben wir was gebraucht zum Aufmachen. Hier gab es nirgends so einen Schlüssel. Ja? Dann haben sie uns eine Verlängerung gebracht. Diesen Thomas abgebrochen und der ist mit dem Gesicht voll aufs Auto. Jetzt hat er da eine Dalle drin. Ja? Aber die kriegen wir zum Glück wieder raus, ja. So viel zum Spezialwerkzeug für Senderlop Porsche. Und wisst ihr, was das Beste ist? Als wir nach dem Schlüssel gefragt haben, für Senderlop aufmachen, haben die uns hier gesagt, die machen hier keine Sportwagen. Nur SUVs, Cayenne, Macan, aber keine Sportwagen. Die haben das mal 22 hier, Alter. Ich muss mich so ein Ding hier, die Sachen aufmachen, Alter. Kein 22er Schlüssel. Say that round and get corrected, we American. Family multicolored from the darker to the fairer skin. And though we share the same blood, blows my mind, they still think less of him. They confess it with the self-hate. Got to shit from the wound to the cut deep. So when other people say we got to tell the eight. Man, it's our own hearts that are too weak. Überraschung. Mal gescheite Turbolader reinmachen. America. I still get misidentified, some think that I speak Arabic. Heard it all before, from cowl head down to a terrorist. The butt of all your jokes, I got my hand up on a bomb trigger. But sometimes it get brutal, boy, you just a stupid sin. Your ignorance astounds me so much that I can't even get mad. Der erste Lade ist schon mal am Auto dran. Was mir jetzt noch drauf ist, ein Krümmer. Nach einem Teppichmesser wollte ich jetzt hier auch nicht fragen, weil ich weiß nicht, ob wir was haben. Deswegen reiße ich es lieber auf. Das Teil muss jetzt da rein. We gonna make it, we gonna make it. Got out and out by my side, ain't no way to fade it. Also,
Was haben die bis jetzt geschafft? Kovula hat es ihn gewechselt, Römer sind gewechselt, Ausruf ist drin, zeitlich ziemlich gut. Jetzt wird noch IPD-Pin umgewechselt, Y-Pipe, Thomas macht gerade die Ladeluftkühler. Und dann denke ich mal so gute 3 Stunden Hardware, dann sind wir mit der Hardware durch und dann geht's an die Software. Wir warten jetzt mal wieder auf den Drehmomentschlüssel, damit wir die Räder anziehen können. Damit man das Ding von der Bühne runterkriegen kann. Weil jetzt müssen wir das Methanol noch anmachen und dann sind wir fast fertig. Getting stuck, I see feet in the mud. You have been caught in the flood. While the water isn't water, we run, we put you so the harvest is us. Leute, immer an die Brumm drauf. Weil wenn die Mücken kommen, da ist schon was los. Zum Thomas kommen sie, weil der hat es noch nicht geschafft, der schwitzt so arg, die sterben vorher. Ganz schwarz zu kommen. Hey, ich habe euch im Flugzeug schon gesagt, die Dinger weiß ich nicht mehr. Ja, jetzt hat er bald bleiben. Also, Mechanik ist soweit fertig, Methanol ist drin. Bevor wir alles zusammenbauen, müssen wir mal gucken, ob es sich anspringen wird, weil es dicht ist. Also, gucken wir mal. Ist gemacht. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und dann können wir eigentlich mal auch in Ghana relaxen mal einen Tag. Gossip is stuck to my tongue. I could be locked in this occupant drug. Opiate open my lungs. Taking the life of the young. Reckless the cloth that we cut from. Some hung like the diamonds we love. Martyrs the martyrs, martyrdom don't run. In your family tree like the wind rush. Wash out the sound, we never said much. Don't step out. So, jetzt machen wir weiter ein bisschen. Hä? Lang genug geschlafen. Jetzt wird wieder was geschafft. Heute Tag 3. Jetzt kommt die Befüllung. Also wir benutzen eigentlich das M1 von VP Racing, aber irgendwie gibt es das in Ghana nicht. Jetzt haben sie irgendwo, glaube ich, aus der Apotheke irgendwo so volles Methanol besorgt. Wird wahrscheinlich auch funktionieren. Der, wo den Lader gemacht hat, der gehört. Ich sag jetzt nicht, wer den Lader gemacht hat. Also das Problem war, wir haben alles eingebaut, auf der Straße gefahren, haben wir direkt Fehler gehabt. Ladedrucksteller, VTG, Bank 1, hängt. Also jetzt haben wir festgestellt, dass die Anschlagschraube nicht richtig eingestellt war und der Ladedrucksteller das Gestänge nach unten ziehen wollte, konnte aber nicht so weit, wie er braucht.
Unfehler abgelegt. Also jetzt haben wir es beseitigt und jetzt geht's weiter. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Hast du das Auto jetzt fertig? Machen wir gleich eine Einfallrunde, gucken wir, ob es funktioniert. Dann geht es heute Nacht nochmal, wenn die Straßen frei sind, auf die Straße, noch ein paar Vlogs machen. Und dann gehen wir durch und dann gehen wir wieder nach Hause. Hier, Achtung! She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. So, Leute, ich sag immer so, Leute, hat mir jemand gesagt. Jetzt waren wir auch mal hier am Strand in Ghana. Ja. Ziemlich schmutzig, das Wasser ist schmutzig, überall liegt Dreck im Sand, aber anscheinend ist es so hier und ja, Gewohnheitssache. Press me with your mind, I might turn you to a mom, yeah. You might get a pension if you work it for me long, yeah. It's gonna be a long, yeah. I don't know how to get like. Wir sind hier auf dem Heimflug, ja, haben jetzt noch 3 Stunden zu fliegen, sind zu Hause. Zu Ghana, Accra. Möchte ich sagen, eine sehr tolle Stadt. Haben letzten Abend noch alles anschauen dürfen, haben uns überall hingebracht, haben noch richtig einheimisch gegessen, schmeckt wunderbar. Ja, das Auto läuft auch perfekt, Hyundai ist sehr happy und jetzt sind wir gespannt, in welches Land wir als nächstes fliegen. Bis dahin.